Ich mache heute mal was Extravagantes, also für meine Verhältnisse Extravagantes, nämlich ein Unboxing-Video, was ich sonst gar nicht mache. Ich habe nämlich Post erhalten und mein Schnittprogramm, mein Videoschnittprogramm hat ebenfalls ein riesiges Update bekommen, weswegen ich ultra Lust hatte, jetzt hier mal das Paket, also das Öffnen des Pakets zu filmen und dazu ein bisschen was zu erzählen. Damit ich ein kleines Projekt habe, was ich danach bearbeiten kann. Ja, der gute Mike, also mein Kumpel Mike, der war auf der FactsCon in Belgien und hat dort einige Artprints gekauft, wovon er ein paar abgegeben hat. Und ich habe mir einen davon gegriffen, von einem Künstler, den ich sehr mag, der mit mit seinem Großwerk eigentlich, das er zusammen mit Stephen Kings Sohn Joe Hill umgesetzt hat, eine Menge Fans mitgewinnen konnte, nämlich Gabriel Rodriguez, der Zeichner von Lock and Key. Der war nämlich in Belgien. Ganz vorsichtig. Na, das ist doch schick. Wie man sieht, auf 100 Stück limitiert. Panini Comics hat die Reihe gerade noch mal in drei Deluxe-Bänden rausgebracht. Kann ich nur jedem empfehlen, der die Comics noch nicht gelesen hat. So tolle Horror- und Fantasy-Comic-Unterhaltung hat man in den letzten Jahren eher selten gesehen. Jo. Würde ich sagen, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Ich gehe schneiden.